Ja, Freunde, jetzt ist es soweit. Jetzt ist der Countdown da. Ja, das lange Warten hat ein Ende. Weltweiter Start. Oh ja, Call of Duty Black Ops 6. Oh ja. Ja, Leute, jetzt ist es soweit. Letztes Mal war das Call of Duty, Modern Warfare 2, dann haben wir hier das gemacht, dann das gemacht, das haben wir zuletzt gemacht, Call of Duty, Black Ops 6, Quatsch, das sag ich noch schon 6, ja, aber wir fangen gleich an. Ja Leute, Call of Duty, Black Ops, World War, das haben wir letztes Mal gemacht, dann haben wir das auch hier gemacht, Call of Duty, Modern Warfare 3 natürlich, war auch sehr cooles Spiel, aber war leider zu kurz. Ja, Leute, wir spielen jetzt Call of Duty Black Ops 6. Jetzt ist es soweit, ist genau 0 Uhr. Ja, Leute, wer es jetzt live hier miterleben will, jetzt hier auf meinem Twitch-Kanal. Sonst, nachher könnt ihr später auch nochmal sehen, hier auf meinem YouTube-Kanal natürlich. Diesmal spielen wir es nicht auf der PlayStation 5-Version, sondern diesmal auf der Xbox Serie X-Version. Ja, Leute, die alle Game Pass haben, die können jetzt loszocken. Ja, so Leute, jetzt geht die Post ab. Wir spielen es diesmal für die Xbox Serie X Version. Sonst für allen Konsolen erhältlich. Ja Leute, jetzt ist es soweit, genau 0 Uhr. Jetzt ist es bereit. Das lange Warten hat ein Ende. So, es ist 0 Uhr, wir legen los. Die nächste Game-Geschichte ist da. Call of Duty Black Ops 6, wir legen los. Hier ist es. Jetzt ist es da. Jetzt kann es losgehen. Wir legen los. So, einmal haben wir hier Mehrspielermodus, Zombie oder Kampagne. Natürlich, wir spielen die Kampagne, Leute. Es geht endlich los. Halleluja. Jetzt kann es endlich beginnen hier. So, okay. Gucken wir nochmal kurz allgemeine Einstellung und dann geht's sofort los hier. So, Schnelleinstellung. Was haben wir denn hier? Grafik. Ja, das können wir alles so lassen. So, Controller-Grafik brauchen wir nicht. So, Frequenz 120. Geht natürlich auch. Das ist kein Problem. So, Öko-Modus. So, das können wir alles so lassen. Qualität, alles mit dabei natürlich. So, verbessere die Schärfe. Okay, ja. So, verbessere die Schärfe. Was man hier alles so einstellen kann. Das Sinus durch, genau, auch mit dabei. Texturen optimiert. Alles dabei. Supi dupi dupi da. Okay. So, nochmal Ansicht hier nochmal. Okay, das haben wir auch. Audio, ja, auch sehr interessant. So, was haben wir hier? Verbesserung, Kopfhörermodus. Verbesserte Kopfhörer. Jawohl, das können wir auch so lassen. Ich mach's natürlich mit Headset. So, Kopfhörer. Kopfhörer, Bassverstärkung. Ja, so wollen wir es haben. Richtiger Sound hier. Lizenz, Musik, Stummschalten. Ja, das können wir so lassen. Scheißegal. Da können wir nochmal gucken dann. So, hier brauchen wir nichts zu tun. So Leute, seid ihr bereit? Jetzt geht's los. Call of Duty Black Ops 6. Folge 1, wir legen los. Jetzt geht's los hier. Ja Leute, jetzt für allen Konsolen erhältlich. Und los geht's, viel Spaß. So, jetzt nochmal Neustart. Ja, es ist immer so wie letztes Jahr, los geht's. So, alles klar, dann wollen wir mal loslegen, ne?
So, Herausforderung, ja, da brauchen wir nicht. So, wir wollen die erste Mission, jetzt geht's los hier, Folge 1, wir legen los, Call of Duty Black Ops 6, let's go. So. Los geht's, viel Spaß! Mr. Gorbachev, open this gate. An entire class of U.S.-Soviet nuclear missiles is eliminated. Means that the era of nuclear disarmament has begun. We will stay the course, and we will succeed. Wir haben das schon Was besprochen. Wollen Sie denn noch, Livingston? Es reicht! Sie hatten einen direkten Befehl, Mr. Marshall, als klar war, dass Ihr Einsatz kompromittiert war. Bei allem Respekt, Sir, Sie waren nicht da! Und die Gruppe, die Sie kompromittierte, das Pantheon? War das der Name? So hat Aloy Sie genannt. Wann erfahren wir, was hier wirklich los ist? Ich stelle hier die Fragen, Mr. Woods. Sir, wenn Sie den Bericht lesen, werden Sie... Das habe ich getan, Miss Harrow. So manches darin ist recht schwer zu glauben. Also gehen wir es nochmal durch. Alles. Und diesmal die Version von Marshall. Von Anfang an. Wir waren in Position nahe der irakisch-kuwaitischen Grenze. Das Team bestand aus mir, Harrow und Case. Alawi ist früh dran. Wen er auch trifft, wird nicht lange warten. Nein, nicht bei einem Schmuggler. Ich wette, Alawi legt einiges hin für die Flucht aus dem Nahen Osten. Nicht, dass das wichtig wäre. Er kommt mit uns. Outlaw 42, wir sehen jetzt den Konvoi. Markieren das Ziel. Over. Roger, Boden. Ziel bestätigt. Warten auf euer Zeichen. Over. Und los. Outlaw, ihr habt Angriffsfreigabe. Ende. Holen wir ihn uns. Verstanden. Angriff und Ende. Das wird ein hübscher Stau. Jetzt geht's los hier. Los geht's. Halleluja. Mega Grafik. Wuhu. Es kann losgehen. Verstanden. Zwei Ziele erledigt. Da sind noch mehr. Weiter in den Rauch hinein. Und noch einer. Wir wissen bald, dass wir hier sind. Seid bereit. Truck. Boah.
an die Tür. Lasst mich! Ganz ruhig! Wir wollen dir nichts tun! CIA? Ihr habt dann einen Deal! Deal? Nicht mit uns! Wo wolltest du hin? Herrera Lügen! Euer Mann wollte mich unser rausholen! Unser Mann? Ja, genau. Von uns? Nein, aber auch nicht irakisch. Pantheon. Pantheon? Wir müssen weg. Gegen die habt ihr keine Chance. Sie haben uns nicht gesehen. Lassen wir es dabei. Na los. Also verstehe ich das richtig, Mr. Marshall? Diese Gruppe aus ihrer Aussage, das Pantheon, war eine multinationale, schwer bewaffnete paramilitärische Gruppe, die aus dem Nichts auftauchte. Sie sollten auf Verstärkung warten, aber stattdessen spielten sie lieber den Cowboy. Wir mussten schnell handeln. Unser Fenster schloss sich. Hat er oder hat er nicht ihren Befehl missachtet? Ja, Sir, aber der beschleunigte Zeitplan machte es... Das reicht schon. Ich erwarte gar nicht mehr von Ihnen. Aber von Ihnen. Sir, der Auftrag war die Ergreifung Alawis mit allen erforderlichen Mitteln und... das weiß ich. Was ich nicht weiß, ist, warum er in der Leichenhalle auf Eis liegt. Es wurde... kompliziert. Wer sind diese Leute? Pantheon besteht aus Ex-Agenten aus Europa und Amerika. Ich weiß nicht, wer sie anführen. Wir kommen hier nicht weg. Rufen wir Verstärkungen und warten. Warten? Auf gar keinen Fall. Maras, komm. Wir sind auf dem Weg zu dir. Nein, wir sind kompromittiert. Alawi wird uns nur aufhalten. Alawi, kommst du mit uns oder dem Pantheon? Ich komme mit euch. Verdammt, Troy. Kluger Mann. Case, dünnen wir es etwas aus. Okay, Ausrüstung. Oh. An die Arbeit, Case. Das ist unsere Lücke. Da liegt sie durch. Wir kommen näher! Paras, kommen! Wird er sicher dort sein? Du passt auf, dass du uns nicht aufhältst. Hier unten sind wir leichte Ziele. Pantheon kann uns hier einfach abschießen. Kontakt! Pantheon und die bessere Position! Wir sind fast beim Treffpunkt, Case! Immer weiter! Halleluja. Jetzt kann ich noch mal ein bisschen dazu sagen. Mega Grafik. Alter, Halleluja. Los geht's. Sie sind hinter
wollen diese Typen nicht so unbedingt, Alawi. Bringt mich hier raus und ich sage euch, was ich weiß. Das wirst du allerdings. Oder ich bring dich höchstpersönlich um. Faras wird uns unten treffen. Faras! Alles okay, denke ich. Irgendwer verletzt? Ist das euer... Nein, 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 nein! Waffe runter! Heute bist du wohl davor, dass er... Verdammt, Russell Adler, CIA-Verräter. Waren es 10 Monate auf der Flucht? Marshall, oder? Woods neues Projekt. Du kannst loslassen, Junge. Ich bin hier fertig. Jane? Du hast gerade kaltblütig ein hochrangiges Ziel getötet und die nationale Sicherheit gefährdet. Das Pantheon darf Alawi nicht erwischen. Langley auch nicht. Die CIA ist kompromittiert. Aber nicht durch mich. Ich bin der Sündenbock. Und das sollen wir glauben? Hey Jane, kannst du ihm was auf den Mund kleben? Klar. Warte. Ich habe eine Nachricht für Woods. Ach ja? Sagt ihm, Läufer schlägt Turm. Was zum Teufel soll das heißen? Zeit zu gehen. In den Schlamm. Hey, hast du den Werfer? Wir schießen ihn ab. Da, auf 6 Uhr. Ihr entkommt ihm nicht. Schalt ihn aus. Hol den Vogel vom Himmel, Case. Komm auf zum Henker, wartest du? Auch keine Raketen. Jetzt schieß schon, Case. Alles gut. Vorerst. Na los, Case, ich brauch dich. Volltreffer. Warte, Volltreffer. Und zum Kurs. Oh, Scheiße. Genau so fährt man. Keine sichtbaren Bedrohungen im Luftraum. Alles gut. Jetzt blüht uns was wegen Alawi. Viel Glück dabei. Sonst noch etwas? Sir. Die Regeln wurden verletzt und Alawi ist tot. Doch die Festnahme Russell Adlers ist ein kategorischer Glücksfall. Ja, Miss Harrow. Abtrünnige Agenten zu ergreifen, ist sicher ein Sieg. Russell Adler. Der Mann, der uns in Panama verraten hat. Der Mann, der verantwortlich ist für Ihren Zustand, Mr. Woods. Warum also wollte er Ihnen in Kuwait etwas sagen? Läufer schlägt Turm. Was könnte das bedeuten? Keine Ahnung. Also gut. Basierend auf Harrows zögerlichem Bericht und der Zurückhaltung von Informationen über Russell Adler ist das Team suspendiert. Soll das ein Witz sein? So ein Bullshit. Und Sie, Miss Harrow, Sie bewegen sich auf wirklich dünnem Eis. Typen wie Adler und ich sind der Grund dafür, dass wir jetzt kein Russisch sprechen. Der Kalte Krieg ist Geschichte, Mr. Woods. Das macht aus Ihnen und Adler die letzten globalen Revolverhelden einer vergangenen Ära. Sie sollten vielleicht darüber nachdenken. Das ist alles. Raus mit Ihnen. Mein Büro in 5 Minuten. Ich rate Ihnen, es einfach dabei zu belassen, Marshall. Hast du deine Arbeit? Warum hast du das behalten? Nicht alle Erinnerungen müssen Narben sein. Warum sind wir hier, Harrow? Weil ihr etwas wisst. Kann ich erfahren, was ihr geplant habt? Die Kinder und ich brauchen eine Auszeit. Vielleicht ein kleiner Trip. Etwas nachdenken. Okay. Ich kann versuchen, euch von hier aus den Rücken freizuhalten. Aber wenn was schief geht, mal wieder, seid ihr allein. Verstanden. Hast du ein Gut? Nur einen? Klar, eher ein Dutzend. Tu mir einen Gefallen, Troy. Versuch nicht zu sterben.
Ich werde mich bemühen. Läufer schlägt Turm. Woods wusste genau, was das bedeutet. Adler zeigte uns unser Ziel. Das Schwarze Meer. Laut Woods entdeckten er und Adler vor 15 Jahren einen verlassenen KGB-Unterschlupf in Bulgarien. Er hieß der Turm. Letztes Jahr, bevor Adler verschwand, gingen Gerüchten nach über eine paramilitärische Gruppe. Eine, die Befehle direkt aus der CIA erhielt. Er glaubte das Pantheon entwickelte eine neue Art von Waffe. Eine, wie sie die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Und was für ein Zufall. Bald darauf gab es Beweise, die Adler belasteten. Und er floh. An diesen Ort. Was wir hier in den letzten Tagen gefunden haben, hat alles verändert. Jetzt stelle ich alles in Frage, was ich über Adler, Livingston und die CIA geglaubt habe. Ich weiß noch nicht, was ich wegen Jane machen soll. Vielleicht hat Woods recht und sie ist eine wertvolle Insiderin, aber wenn Langley von unseren Plänen erfährt, gerät sie ins Kreuzfeuer. Adler brachte uns aus einem Grund her, das Pantheon zu stoppen, bevor sie zuschlagen. Woods glaubt, dafür brauchen wir ihn zurück. Es wird nicht leicht. Aber Adler hinterließ uns seinen Namen. Ist ein guter Anfang. Jede Sekunde zählt. Du kennst den Plan. Servati Dumas, die Person, die du triffst. Keine Ahnung, warum Adler mit ihr in Kontakt stand, aber Spur ist Spur. Wir können ihr nicht vertrauen. Ich bezweifle, Adler hat es. Verdammt. Sie könnte Teil dieses Pantheon-Dings sein. Wem können wir trauen? Dumas will Case in Avalon treffen, also machen wir das. Na, na, na. Hier spielt wohl jemand den großen Mann. Finden wir erst Adler, bevor wir das entscheiden. Genau deshalb fahre ich nach München und werde deinen alten Freund bewirten. Freund? Wohl kaum. Ich hasse den Kerl, aber wir brauchen ihn. Manchmal muss man in den sauren Apfel beißen. Wenn er so gut ist, wie du sagst, haben wir Adler gefunden, wenn Case zurückkommt. Falls Livingston ihn nicht schon durch den Wolf gedreht hat. Einsatzdetails stehen am Brett, Case. Ich bin bald weg, also sag Bescheid, wenn du was brauchst. Habe ein paar Ideen, wie wir dieses Drecksloch aufpolieren können, Case. Reden wir, wenn du Zeit hast. Okay. Ja, also wie gesagt, echt mega, das nenne ich mal wieder Blockbuster. Endlich ist es wieder soweit hier. Ja, wie man gerade hier schon so sieht, es sieht aus natürlich wie bei Black Ops 5. Also bei World War kann man so sagen, genau eigentlich so dasselbe. Aber was für eine Grafik, Hallewitzka, ey. Wenn man das hier schon so alles so sieht. Ja gut, ich übertreibe jetzt wieder, ne? Natürlich. Aber spitze, Halleluja. Ja, mega krass auf jeden Fall. Das Gebäude sieht schon mega aus. Gucken wir hier noch mal kurz. Schwarzlicht. Ah ja. Das sind die Spuren. Ah, Klavier kann man auch spielen. So, läuft. Klavier spielen. Gut, telefonieren können wir nicht. Aber sieht schon cool aus auf jeden Fall. Ja, also das soll ja, wie gesagt, Call of Duty Black Ops 6 ist es ja auch. Und das Spiel war ja jetzt insgesamt 4 Jahre in Entwicklung. Ja. Und die haben ja auch selber gesagt, es soll der reinste Blockbuster sein überhaupt. Also, ja, also wie es gerade hier alles schon so angefangen hat. Mega. Also echt. Also das sieht schon mega krass aus, auf jeden Fall. Ey.
Also, ich bin ja schon ein sehr, sehr lange Call of Duty-Fan. Seit dem ersten Teil, wo das hier noch auf der PlayStation, wie gesagt, 2 gewesen war. Gucken wir mal hier Keller. Ah, da sieht schon. Abspielen. Na gut, schauen wir mal ab. Daniel Livingston will mich schon seit einem halben Jahrzehnt in den Ruhestand schicken. Er will die CIA deutlich verjüngen. Er wünscht sich kreativere und flexiblere Agenten. Wenn er die Beweise nicht gefälscht hat, hat er dem Müll, der auf seinem Schreibtisch landete, nur zu gerne geglaubt. Er kann mich jagen, bis er schwarz wird. In einem ehemaligen KGB-Versteck vermutet er mich nie. Selbst wenn er von dessen Existenz wüsste. Nun, bei mir, ich kann auch kreativ sein. Ah, sieht schon echt mega aus, ey. Halleluja. Ja, mal gucken, wie das alles noch so kommt. Okay. Kessel. Brennstoff. Verschiedene Akten. Also hier totally. Ah, okay. Hier kann man die Spuren. Der war. Sieht auf jeden Fall schon mega aus. Man merkt es auch. Also 4 Jahre Entwicklung. Ja, so soll ja auch ein Spiel sein, auf jeden Fall. Okay, hier kommen wir nicht. Ja, also der Anfang war doch schon mal echt mega Action hier. Also es wird auf jeden Fall noch mehr Action kommen. Das sage ich euch jetzt schon. Ja, einfach nur mega krass hier. So, jetzt sind wir einmal rum. Gucken wir hier nochmal. Jetzt sind wir so Richtung Wohnzimmer, wenn man so sagen darf. Boah, aber schon riesig auf jeden Fall. Guck mal hier, alles mit Schreibtisch. Boah, doch, das sieht schon echt mega aus. Aber auch echt groß hier. Guck mal, hier waren wir auch noch nicht. Sehr schön. Ach nee, Quatsch, hier waren wir doch. Klar, war doch die Küche. Aber oben waren wir noch nicht. Guck mal, hier kann er schnell gehen. Zack, 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 zack. Gucken wir hier nochmal. Ja, warte mal, hier war doch irgendwo. Hä? Ja, warte mal, hier. Hä? War hier gerade nicht so eine Treppe? Nee, das war der Keller. Ah, hier. So, gehen wir nochmal hier nach oben. Aber echt, aber sehr gut gemacht auf jeden Fall. Das ist doch schön, ganz ehrlich. Sehr schön gemacht. Guck mal, können wir doch bestimmt auch öffnen. Ah, was für eine Freiheit. Ach, endlich, Call of Duty. Ist endlich wieder da. Ja, sieht schon echt mega aus, ne? Also echt von Raytracing bis zu 4K. Ja, ihr denkt jetzt wieder, ich übertreibe, aber sowas übertreibe ich manchmal wirklich. So, wo sind wir jetzt hier? Das könnte hier so Richtung ja, Schlafzimmer. Okay, safe. Ja gut, das weiß ich jetzt noch nicht hier. Welchen Code? Lassen wir erstmal. Wir gucken ja erstmal, wie gesagt. Das müsste Badezimmer sein. Oder auch nicht. Moment, Licht hier, ey. Aber da glaube ich. Naja.
Oder halbwegs. Hier ist auch nochmal ein Schlafzimmer. Alter, ist aber wirklich groß hier, ey. Alter, wo kommen wir überall hin hier, ey? Tausende Schlafzimmer. Guck mal hier. Nee, runterschwenken geht's leider nicht. Wollen wir auch nie machen. So. Gehen wir nochmal kurz hier mir. Was gibt's Neues, Mann? Okay, hier können wir es auch wieder machen. Nur was in Atlas Akten steht. Attentäterin. Um die 30. Kommt aus einem von Avalons Syndikaten. Der Gilde. Wurde wohl von der Gilde aufgezogen und dann verbannt. Oder sie ging. Keine Ahnung. Adler war interessiert. Also bin ich es auch. Ah. Bis jetzt haben wir nur Adlers Hausaufgaben. Vielleicht hat er den Verstand verloren. Wie dem auch sei, diese Paramilitärs in Kuwait, denen war nicht zum Spaßen zumute. Gut bewaffnet, koordiniert und motiviert. Oh Mann. Weiß nicht. Schwer zu glauben. Vielleicht bin ich nur naiv. Ist Livingston involviert, könnte er Adler loswerden wollen. So oder so. So. Felix Neumann ist Ex-Stasi-Ingenieur und Verstrecker. Er knackte den militärischen Teil von ARPANET vor ein paar Jahren. Ich hoffe, dass er noch mehr drauf hat. Besorgt? Jane ist schlau. Wenn Langley merkt, dass wir weg sind, wird sie uns so lange wie möglich schützen. Bis dahin wird man sie beobachten, also warten wir auf den richtigen Zeitpunkt zur Neugruppierung. Bin ich besorgt? Nein. Der Mann liebt und hasst es, Befehle zu erhalten. Da steckt ein harter Typ drin. Hat seine Beine in Panama verloren. Und seinem besten Freund. Langley gab ihm die Chance, bei Missionen zu helfen. Aber unter uns, das liegt ihm nicht im Blut. Der Mann ist ein Soldat. Ein Killer. In der jetzigen Situation glaubt er vielleicht, er wäre wieder an der Front. Verstanden. Wir sehen uns hier am Donnerstag. Alles klar, Bruder. Bis dann. Viel Spaß in München, ne? Viel Spaß. So, gehen wir nochmal zu ihm hier. In Ordnung. Was für Ersparnisse hast du? Guter Junge. Carpe fucking diem. Wenn wir das wirklich tun wollen, müssen wir finanziell kreativ sein. Für Adler mag das ausgereicht haben. Aber für ein Team? Generalüberholung? Waffenkammer? Trainingsplatz? Ausrüstungsbank? Und was wir sonst noch alles gebrauchen könnten. Billig wird es sicher nicht werden. Marshall hat in einem Zimmer oben ein paar Tausender gefunden. Ansonsten haben wir leider nichts. Und Hände weg von unseren Bankkonten. Die werden überwacht. Such auf Missionen nach Geld, das herumliegt. Du wirst es wie Robin Hood machen. Von den Reichen stehlen und den Armen geben. So bin ich. Wir sind einer alten KGB-Spur gefolgt und eine einzige Aufnahme führte uns her. Schien verlassen. Als wir unseren Maulwurf beim KGB danach fragten, wusste er nichts. Belikow dachte, es ist vielleicht eine Art Splittergruppe, ohne Segen des Zentralkomitees. Was es auch war, es war wohl kein Roter mehr hier seit 1968. Ja, glaube nicht, dass er andere involvieren wollte. Hat wohl an einer Vertrauensliste gearbeitet. Soviel ich weiß, hat er niemanden kontaktiert. Deshalb hat Adler wohl mit Dumas geredet. An Langley vorbei. Das werden wir auch tun. Im Moment. Am Brett hinter mir verfolgen wir unsere Ausgaben. Sieh es dir an. Alles klar. Anschaffung. Ja, alles dabei. Sag mir, wo du das Geld ausgeben willst und ich mache es klar. Aha, was alles so gibt hier. Nicht schlecht, der Schwächt. Okay, das machen wir nächstes Mal. So, und hier kommen dann die ganzen Missionen. Wenn man ein bisschen mehr rangeht, genau, das war hier. Das war die erste. Dann geht's hier, denke ich mal, weiter. Dann da.
Ja, und es wird dann immer mehr und mehr und mehr. Ja, Leute, okay. Dann haben wir es erstmal. Das war erstmal die erste Folge, die Premiere von heute von Call of Duty Black Ops 6, wo wir jetzt insgesamt ein Jahr gewartet haben. Jetzt ist es soweit. Ja, jetzt für einen Konsolen erhältlich natürlich, für den PC, für die Xbox Serie X und S und für die PlayStation 4 natürlich auch noch, ja. Ich glaube, das wird auch das letzte Mal sein. Glaube ich zumindest. Ich denke mal halbwegs schon. 50-50. Ja, aber sonst für einen Konsolen erhältlich, außer natürlich die Nintendo Switch. Ja, na gut, das ist auch klar, ne? Braucht auch mehr Power auf jeden Fall. So, das war's erstmal. Das hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, wie es euch so gefallen hat, erstmal für die erste Folge. Sonst sehr cool auf jeden Fall. Ich sage jetzt schon mal 100% Kaufempfehlung, die alle Call of Duty Fans sind. Es gab auch mal andere Teile. Ja, da gibt man manch, ja, wie man so sagt, so, naja, könnte besser laufen, ne? Aber da habe ich, glaube ich, irgendeinen anderen Teil, war nur 65% Kaufempfehlung, so geschichtenmäßig, ja, halb, halb. Ja, hier muss man jetzt mal gucken, aber ich sag jetzt schon irgendwie 100% Kaufempfehlung, Black Ops, ja. So, Leute, das war's für heute. Ich wünsche euch noch, ja, noch einen angenehmen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und nicht zu vergessen zu abonnieren. Dann seht ihr noch an weitere Folgen wie Call of Duty Black Ops 6. Also bis demnächst. Weiter abonnieren und kommentieren. Mich zu unterstützen natürlich. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Bis dann. Haut rein. Ciao.